Wir kaufen zu Halloween heute alle neuen Skins aus dem Shop. Dazu haben wir auch den neuen Kürbis-Fang-Skin. Den werden wir maxen und von 0 auf 750 Trophäen pushen. Ob uns das Ganze gelingt und wie es laufen wird, seht ihr jetzt. Viel Spaß. Wir haben im Posteingang erstmal sogar einiges. Hier auf dem Account und zwar für die Club-Coins noch. Und ging hier noch einiges. Gerade ist ein Megalodon-Spray. Bibi. Und noch mehr. Pass auf. Spieler-Icon. Spieler-Icon. Okay, die sind ein bisschen langweilig. Das Interessante ist aber natürlich heute, haben wir erstmal Fang schon freigeschaltet, ist die große Frage. Ja, haben wir. Da, Power Level 1. Den pushen wir heute auf 750. Das wird krass werden, haben sich alle gewünscht. Und wir gehen in den Shop. Und dort ist einiges los. Wir werden heute nicht die Hypercharges, aber natürlich alle Halloween-Skins kaufen. Der Shop ist wirklich voll. Jo, und ich würde sagen, wir labern gar nicht lang rum, sondern wir starten rein. Wir kommen zuerst zum neuen Chuck-Skin. Und zwar einmal den Inferno-Chuck. Was heißt neu, aber keine Ahnung. Wieso, aber ich bin jetzt eigentlich im Shop noch. Jetzt zu spät. Wahrscheinlich kriegt man den trotzdem, auch weil ich das Paket halt gekauft habe, ja. Also, wir schauen einmal kurz durch. Kettensägenbuster, Waschbär Penny. Wir sehen die neuen Hexe Shelly Skin. Da ist schon mal Kürbiskopf Fang. Wir scrollen weiter durch. Wir haben so viel im Shop. Jean natürlich. Zom Brock. Deinen Rosa Skin. Leon, wenn wir freischalten. Kopfwasserreiter Stu. Squeak. Franken Rom. Mr. P. Tom Bibi ist ja gar nicht im Shop. Wieso ist hier nicht im Shop? Müssen wir uns eigentlich auch kaufen. Achso, genau. Wir kaufen zuallererst 2000 Gems. Ganz wichtig, wie immer nicht zu Hause nachmachen. Wenn ihr mich supporten wollt, Creator-Code Jonas im Shop, wenn ihr euch irgendwas kauft. Aber kauft euch bitte keine 2000 Gems oder irgendwelche teuren Angebote. Das ist nämlich zu teuer. Auf geht's. 2000 Gems, sehr geil. Wir haben endlich die Münzenpakete zurück. Aber das haben wir schon so fett eingekauft. Wir haben noch 24.000 Münzen auf dem Account über. Und ja, ich würde sagen, damit geht es rein. Komm, einen, den wir uns auf jeden Fall noch kaufen müssen. Hey, wieso habe ich den 9000 Bling? Ich habe total viel Bling noch vom Ziel. Dann lassen wir erstmal Bling ausgeben. Ey, wie geil ist das denn? Dann können wir sogar gratis ein bisschen hier kaufen. Als erstes Tom Bibi. Die ist echt, ich weiß gar nicht, warum die nicht im Shop ist sogar. Ich dachte, die würde in den Shop dazu kommen, aber irgendwie nicht. Sehr krass, da sehen wir sie direkt. Und der Tom Bibi-Pin dazu. Ich will jetzt eigentlich nur den Skin. Geht das? Ich meine, das müsste ja eigentlich auch gehen, weil ich will Mr. P. Ach so, das geht ja gar nicht. Wenn ich den Skin natürlich möchte, muss ich ja auch Mr. P freischalten. Okay, ich hab's versprochen. Extra zu Halloween kaufen wir uns jetzt die ganzen Angebote. Okay, auf geht's. Wir starten mit Graf Pengula. Das ist Mr. P mit dem Vampirkostüm noch nebendran. Also, wir haben also zum einen Mr. P und zum anderen direkt den Skin. Ist eigentlich ganz cool. Mr. P. Digga, das hängt ganz schön lange. Was ist denn da los aktuell? Hoffentlich ist mein armes Handy nicht so alt inzwischen. Ein relativ altes iPhone. Da sehen wir es. Graf Pengula, erster Skin schon mal und... Er ist ein cooler Pin schon mal. Ist geil. Wir kriegen jetzt aber nicht noch ein Angebot, oder? Brauchen wir Powerpunkte? Ich glaube... nee, wir haben noch 11.000. Oder schon mal für die Zukunft. Ich überlege gerade, ob ich mir die holen soll. So, dann haben wir genug Münzen, Powerpunkte auf jeden Fall für die Zukunft. Schaut euch das jetzt an. Dann müssen wir für die nächsten Pusten nämlich keine überteuerten Münzen oder so im Shop kaufen oder sonst was. Oder Gems ausgeben. Ist geil. Okay, weiter geht's. Den Skin finde ich ziemlich hässlich eigentlich. Aber es hat auch der Brawler dabei. Robin Frankengrum. Junge, die Animation beginnt schon, bevor das Geräusch beginnt schon, bevor der Brawler da ist. Und da haben wir direkt den Frankengrum-Skin. Den durfte ich damals auch an euch verlosen. Okay. Und den Grum-Skin dazu. Pin dazu. Okay, weiter geht's. Squeak und Gespenst-Squeak. Der ist wirklich cool. Den muss ich echt mal eigentlich irgendwann pushen. Ich muss mal schauen. Den müsste ich echt eigentlich mal irgendwann wieder pushen. Zum einen Squeak, der aktuell immer noch sehr stark ist. Und zum anderen natürlich der Gespenst-Squeak-Skin. Da haben wir ihn. Sehr cool. Mit diesem geilen Pin auch. Weiter geht's mit dem kopflosen Reiter Stu. 69 Gems aktuell gerade mal. Ich kann vielleicht sogar ein Gewinnspiel machen. Ja, wobei der Byron-Gewinnspiel läuft ja auch noch. Das ist echt ein cooler Pin auch. Und jetzt, das heben wir uns nochmal kurz auf. Wir haben noch den Leon nämlich mit dem Skin zusammen. Als nächstes Brawloween Rosa. So, da kommt sie rein. Das ist echt ein cooler Skin. Gab's denn damals nicht sogar kostenlos mit der Challenge? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist schon länger her. Junge, 19 Gems. Was ist mit dem... Der Skin ist doch gar nicht mal so schlecht. Einfach Zom Brock. Der ist eigentlich echt ganz cool. Ich meine, klar, 19 Gems. Und Popcorn. Yeah, jetzt haben wir als nächstes Sumpfmonster Jean. Da sehen wir ihn. Das ist cool. Let's go. So, da haben wir den Jean-Skin plus natürlich den Sumpfmonster Jean-Skin. Das ist sehr nice. Mit dem Pin nochmal. Der Pin ist auch cool, finde ich. Was macht der denn da? Boah, Junge, wie viel haben wir eigentlich? Ich übertreibe echt. Aber es ist ein Special. Macht das Ganze nicht zu Hause nach. Kettensägenbuster holen wir uns noch. Ich meine, das ist auch alles für den Push-Account. Die können wir bestimmt auch in Zukunft gut gebrauchen. Da haben wir ihn. Der kommt zu Halloween. Ja gut, passt ja eigentlich, ne? Passt ja eigentlich schon. Mit dem coolen Dings auch, mit dem coolen Pin auch. Waschbär Penny 109. Wie ist das denn den chromatischen Hintergrund? So, Waschbär Penny auch nochmal am Start. Mit dem Waschbär Penny Arm, mit dem sie schießt. Stimmt. Okay, das sind jetzt die neuesten. Die neue Version von Hexe Shelly ist Eulenhexe Shelly. Nochmal ein bisschen besser. Mit einem exklusiven Pin und Spiel-Icon und Spray. Das ist cool. So, da kommt's rein und... Ist schon geil, finde ich. Hier, die drei Sachen bekommt ihr dazu noch. Das ist schon geil. Okay, Fan kaufen wir als letztes, würde ich sagen. Jetzt erstmal natürlich einen der Highlights noch. Wir haben nämlich Leon auf dem Account. Den hätten wir eh sowieso als nächstes gehabt im Fanfahrt. Also passt eigentlich sehr gut. Da sehen wir nochmal einmal Leon.
den legendären Brawler. Stopp mal, bin ich nicht eigentlich dumm? Haben wir den jetzt vergünstigt bekommen wegen den Credits oder nicht? Dann bin ich echt dumm, wenn ich... Oh je, gar nicht dran nachgedacht. Egal, hoffentlich haben wir den vergünstigt bekommen dafür. Und natürlich süßes oder saures Leo. Das hängt jetzt komplett. Nice. Kriegen wir jetzt noch... Ne, den nächsten legendären direkt. Jetzt die Frage. Sandy, Spike oder Amber, Chat? Oh, die meisten sagen, glaube ich, Spike sogar. Ich finde Spike auch nice. Machen wir Spike als nächstes. Ah, wir haben die Credits übertragen bekommen. Haben wir irgendwie Halloween-Thema oder sowas? Ach lol, es gibt echt hier Halloween. 19 von 21. Brawloween. Da ist er im Shop. So, dann haben wir wirklich alle. Ich muss aber tatsächlich nochmal Gems aufladen. Das ist jetzt krank. Das ist wirklich jetzt krank. 2000 Gems. Bitte nicht zu Hause nachmachen, wie gesagt. Krass viel investiert jetzt auch in das Video. Das wird sich nur finanzieren, indem ihr halt die Videos schaut. Also dafür vielen Dank. Und wir kaufen uns extra für dieses Video noch Weißer Wolf Leon. Ob wir den pushen, auch noch pushen sollen, könnt ihr entscheiden in den Kommentaren, was ihr von dem Skin haltet. Könnt ihr dazu schreiben. Oder kommt drauf an, wie gut der Fang-Push heute ankommt, natürlich. Da sehen wir ihn einmal. Weißer Wolf Leon, sehr cooler Skin. Muss man schauen, wie viel Zeit ich auch noch habe die Woche. Sehr geil. Aber jetzt vor allem, den haben sich die meisten gewünscht. Da haben wir ihn. Kürbis, Kopf, Fang. Und damit haben wir alles gekauft. Und jetzt beginnt der Push erst, ne? Rang 25. Kürbiskopf-Fang. Da sehen wir ihn. Da ist der Skin. Sieht schon cool aus. Sieht schon wirklich cool aus. Und hier nochmal das Spieler-Icon und den Pin dazu. Okay, jetzt kann es losgehen. Also Fang aktuell laut Pro so ziemlich der stärkste Brawler im Spiel. Auf jeden Fall Top 3 bis Top 5. Es ist krank. Es ist wirklich krank. Wir haben jetzt hier Power 1. Und ihr wisst das Ganze. 4300 Leben, 1360 Schaden. Wir... machen Power 11. Und schaut euch an, wir haben 16.000 Powerpunkte. Die haben das Limit ja aufgehoben. Wie viel haben wir übrig am Ende? Oh mein Gott, wir haben viel zu viel. 4.000 kosten es. Das heißt, wir können noch drei Brawler. Also wir sollten erstmal keine Powerpunkte mehr kaufen. Aber Münzen brauchen wir viele, passt auf. Okay, die erste Runde spielen wir wie immer ohne Flashkarten. Dann kaufen wir uns den Rest und werden uns gleich den Skin ansehen. Boah, Kürbisraub ist auch drin heute. Das ist auch cool. Haben wir zwischendrin. Auf geht's, die erste Runde mit dem normalen Fang. Also, aktuell ist der Brawler, wie gesagt, absolut krank. Vor allem das Plus-1-Gadget mit dem Stun soll sehr, sehr krass bei Fang sein. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Und ansonsten auch krass, um Kills zu machen und so weiter. Wir werden uns die genauen Fähigkeiten dann nochmal gleich anschauen. Es ist sehr krass auf jeden Fall. Weg, was ist das jetzt? Die laufen einfach weg. Geil. Okay, wir holen uns erstmal in die Mitte. Wir gehen erstmal in die Mitte und holen uns hier die Kisten. Das Geile bei Fang ist halt vor allem diese Fähigkeit, auch auf der Distanz eben diesen Schuhen angreifen zu können und damit seine Ulti aufzuladen. Und wenn ihr dann einmal die Ulti habt, ist es halt sowieso... Okay, Colette ist jetzt aber schwierig, Sekunde. Ist zum Glück ein bisschen lost und hat auch kein Gadget oder so. Ah, müssen wir echt aufpassen, wir sind fast down gegangen. Oh, okay, Perlen, oh je. Guck mal, wieso ist die Runde so intens? Einfach eine Colette an uns rein. Ja, also Manny mit 6 Cubes ist auch nicht gerade ohne. Bräuchten wir halt einen Hit. So, jetzt halt gerade... Oh mein Gott. Okay, ich hab Glück gehabt, das war nicht gut. So, die Pam, wir können nochmal auf die lauern. Ja, die hin. Ich wollte erst schon, die bringt sich jetzt um oder so, nee. Sehr schön. Ein Brawler noch übrig, das bedeutet, wir haben erstmal die Runde gewonnen und kriegen auch eine Menge Quests, Junge. 5 Fan-Quests auch irgendwie. 3 Seiten einfach. Und der erste Star-Drop. Episch. Ist okay. Okay. Noch nicht den Skin. Wir gehen erstmal zu den Fähigkeiten. Also erstmal, erstes Gadget ist Corn Fu. Da wirft Fang eine Handvoll Popcorn auf den Boden. Und die machen inzwischen 1100 Schaden. Das haben die erhöht. Das haben die mehr als erhöht. Krass. Also das Gadget haben die heimlich gebufft. Das haben die nicht so... Also das ganze Leben hat sich erhöht, aber die haben das mehr erhöht, als sich das Leben erhöht hat. Das ist krass. Das haben die deutlich erhöht, glaube ich. Jetzt die erste Star-Power. Die ist krass. Wenn wir mit unserer Ulti einen Gegner besiegen, haben wir direkt die nächste Ulti. Dann können wir die Ultis halt praktisch spammen. Auch sehr krass. Auf geht's. Okay, und damit geht es los mit den Fähigkeiten. Also ich glaube, das Popcorn nutzen wir jetzt natürlich eher, ja, wenn hier irgendwo auch ein Gegner ist. Ich sehe jetzt bisher keinen zumindest. Wir gehen erstmal hier drauf. Ja, wir wissen jetzt hier keiner. Gut, chillig. Ich würde auch gerne die Star Power zeigen, aber ich... Gut, wir machen einfach mal das Popcorn. Also so sieht das Ganze aus. Ist auch echt ziemlich breit, aber ist halt nicht so stark wie das Stun wahrscheinlich, würde ich zumindest sagen. Wir können mal hier auf den Kisten nutzen, auch wenn es dumm ist. Machen sogar echt ziemlich viel Damage. Krass. Ist gar nicht mal so schlecht wie früher, denke ich. Kann ich bitte mal einen einzigen Gegner jetzt hier abbekommen? Danke. So, 2, 3 Hits. Ist er weg? Popcorn. Ist hier einer? Da, so. Pass auf, jetzt. So. Also, müssen es genau... Oh, ich bin dumm. Ich muss mit der Ulti den killen. Dann habe ich die nächste Ulti. Das... Ach, egal. So, jetzt nochmal. Also. Ulti. Aufladen. So. Und wenn wir mit der Ulti einen Kill machen... Dann bekommen wir die nächste. Also, zack. Ja, ihr habt's gesehen. Und wieder direkt den... Ja, das ist halt krass. Das ist halt krass und viele Ultis. Jetzt hier, das ist halt crazy. Hier, ich kann jetzt die ganze Zeit spammen, ne? Oh, jetzt nicht mehr. Direkt. Aber ihr habt's gesehen, das ist krass. Okay, wir kommen zum
zweiten Gadget. Damit können wir für 0,5 Sekunden stunnen. Übel krass. Und die zweite Star Power ist Beinhard. Damit können wir alle 3 Sekunden 700 Schaden halt. Also wir haben 700 Schaden praktisch, also 700 Lebensschild, oder? Praktisch. Okay, auf geht's. Ihr seht schon die Star Power. Das ist so ein Balken. Ah, stimmt. So ein Schild hat man so um sich rum. Ist schon ganz geil. Also damit können wir... Also das lädt sich innerhalb von 3 Sekunden auf, ne? Kriegen wir so 700 Schaden ignorieren. Also haben 700 Schaden Schild. Ganz cool. So, was ich jetzt aber eigentlich zeigen will, ist den Stun. Wo ist denn jetzt hier einer? Karl. So, für die Jesse. Junge, jetzt. Hier, zack. Ist halt schon geil. Vor allem können wir damit auch Ultis zurücksetzen. Wenn den Karl seine Ulti macht und dann wir stunnen, dann ist die Ulti weg. Das ist übel geil. Das ist wirklich, also wirklich schon ein sehr starkes. Oder hier gegen Bull auch. Ist halt schon krass, ne? Ist halt schon krass. Auch gegen Shelly oder so, auch bestimmt hilfreich. Jetzt hier, zack, stun. Daneben. Ja, egal. Nächster Win und wir kommen zum Skin. Boah, Junge, die Quest ist übel geil. Okay, wir kommen zum Skin. Und zwar Kürbiskopf-Fang, da sehen wir nochmal. Ist ein Supercell Make, hat einen Skin-Contest gewonnen, ne? Ist schon krass. Hier von hinten auch nochmal. Der glüht da so in den Haaren auch. Und halt übel passend zu Halloween, ne? Ist wirklich einer der besten, oder sogar der beste Halloween-Skin, finde ich. Okay, passt auf. Das erste Mal der Skin. Und die Angriffe alleine sehen halt schon, man sieht es hier gar nicht so gut. Muss mal hier zeigen, ne? Diese glühenden Schuhe, die waren auch von der Stelle ausgedacht. Die sind wirklich geil gelungen. Muss man wirklich sagen. Wir stunnen jetzt hier die Jackie. Und holen uns die hoffentlich. Und auch normalerweise sieht die Ulti auch geil aus, nicht? Ich zeig's jetzt mal hier einmal nichts. Weil wir gehen auf die Penny vielleicht ein bisschen. Da. Hat es nicht so gut gesehen, ist so ein Halloween-Gesicht, ne? So ein Kürbiskopf-Gesicht halt, ne? Auch geil. Jetzt hier. Zack. Und der Cold. Hat man gut gesehen, oder? Krank. Krank, wie viel Schaden wir da auch machen. Zack. Hat er noch einen Gegner? Nee, der ist einfach nur so da rumgelaufen, scheinbar. Kommen wir jetzt raus. Ich komme jetzt halt zu dir. So. So, selten. Selten. Welche Gears nehmen wir für Fang? So, haben wir Büsche? Nee. Ist eine offene Map. Interessant. Interessant. Ich würde sagen Damage und plus 1, oder? Was würdet ihr sagen? Also passt auf. Damage ist sehr krass. Mehr Schaden und vor allem plus 1. Laut Pros, eine der stärksten Gears, gerade für Fang, aber auch insgesamt sehr krass. Weil das Gadget so krass ist. Ich bin mal gespannt. Okay, Star Power. Eigentlich immer die, damit man die Ulti direkt wieder hat. Und Star natürlich ganz offensichtlich. Popcorn ist halt nicht so gut. So, auf geht's. Yo, direkt die erste Runde. Das wird OP werden. Schaut euch an. Erste Runde Brawl Ball. Der Skin sieht absolut episch auch in-game aus. Ist zwar eine offene Map, aber geht sogar fit. Jetzt hier. Das ist halt so krass. Auch direkt die Next Ult. Es sieht so geil auch aus. Wir werden, also Fang wird sehr schnell werden. Fang auch einer der beliebtesten Brawler im Spiel. Dazu aktuell so ziemlich der stärkste. Es wird krass. Es wird ohne Witz wirklich krass. Let's go. Was? Oh, ich hab Artie ein bisschen unterschätzt. Ist ja crazy. Hat mich ja geone-shottet. Ich dachte, ich habe so einen guten Play gemacht, der irgendwie der macht ja 4k Damage dann mit deiner Ulti, ne? Crazy. Digga, was mache ich denn? Alter. Ich muss ein bisschen mehr konzentrieren, mal kurz. Wir müssen mal das plus 1 Gear aber gleich wirklich rausnehmen. Wir können das echt nicht genug einsetzen, leider. Wir machen es auch ein bisschen gemeinsam gerade. Oh, wir können noch einen Stardrop. Episch. Plus 1 Gear mal austauschen. Ich weiß jetzt gar nicht, gegen was am besten. Vielleicht gegen HP einfach oder gegen Schild? Dann Schild. Ja, schon doch die meisten. Schild ist besser, okay. Dann hast du ein Schild, nehmen wir noch. Nutzen das plus 1 Gear gar nicht so viel. Weil wir das eh nicht nutzen können, weil wir zu schnell, zu lang brauchen für die Runden. Jetzt aber. Was ist? Mann! Ich weiß nicht, was ich euch empfehlen würde. Tanks gehen eigentlich auch immer sehr gut, aber ich kann es gar nicht genau sagen, was ihr am besten spielen solltet. Eigentlich spiele ich halt auch schlecht. Naja. Kompletten 2,5 Minuten, 1-0 genau. Eieiei, das war doch schlecht. 9000 Trophäen zurück wieder. Und... Oh mein Gott, ich hab vergessen, dass wir noch den Brawl Pass haben. Wie krass ist das denn bitte? Wir haben einfach Pearl erstmal. Wie geil ist das denn? Wir haben übel viel. Erstmal Pearl. 10 chromatische fehlen übrigens noch. Krass auch. Dann hier. Boah, dass die Credits übertragen wurden, ist ja so geil. Das heißt, wir können mich für den Legendären jetzt wieder richtig gut weitersammeln. Wir haben schon fast 2000. Und 3,8. Ist auf. So. Und 10 Gems. So. 2060, 2070 fast. Krass. Okay, machen es Solo. Die entscheidende Runde für Rang 10. Okay, jetzt aber entscheidende Runde für Rang 10. Wir sehen den Solo-Showdown. Komm, wenn wir... Solo ist eigentlich auch ziemlich geil, oder? Oh, müssen wir... Wir dürfen jetzt auch nicht zu offensiv gehen. Boah, wir müssen echt hier ein bisschen aufpassen, aber wir kriegen den Cube sogar. Ah, vielleicht ein Otis. Ah. Sollte man eh auf die Kisten... Egal, ich geh jetzt auf den Gegner. Zack. So, noch ein Hit, dann haben wir die Ulti. Komm. Und auf Otis. Nein, nicht getroffen. Jetzt aber. Sehr schön. Ulti ist ready jetzt. So, und zack, direkt die nächste Ult. Und zack. Jawohl. Double Kill. 4 Cubes direkt.
War es nicht perfekt gespielt, aber war okay. Über 7 Cubes. Kriegen wir es hin? Geht das? Ja! Was? Was? Kann er unendlich viele Ziele treffen, oder wie? Keine Ahnung, Rang 10. Jo! Wie haben die den Ball nicht halten können? Geil, Mann. Wichtig. Okay. 1-0. 260 gleich Richtung 300 Trophäen. Sehr geil. Oh, ich glaube, wir sind jetzt in der entscheidenden Runde für 300 Trophäen. Mir ist gar nicht aufgefallen. Oh nein, er ist AFK schon wieder. Der hat so harte Internetprobleme heute irgendwie gerade. Das ist gar nicht gut. Wir schaffen das. Wichtige Hits. Wir müssen halt so schnell es geht unsere Ult vor allem kriegen als Fang. Das ist eigentlich das Wichtigste. Oh, die Max lassen uns ganz schön nah ran hier. Das ist ganz gut. Und jetzt. Das ist halt krass. Einfach alles aufgeräumt. Nice. Okay, jetzt dasselbe. Wir haben jetzt die Ult direkt ready. Das Ding ist halt... Anders machen, oder? Das hier ein bisschen auflauern. Und rein! Die Runde war übel geil. Jetzt, ich komme langsam rein mit Fang. Muss halt die Ult aufladen und dann einfach offensiv gehen, dann passt das. Geil, Mann. Wirklich gut. 3-0. Geil, Mann. Oh, war eine ganz okay Ult, würde ich sagen. Nee, war eine gute Ult. Ich kann das einfach scoren. Nice. Also mit Fang kommt es eigentlich echt drauf an, die Ult aufzuladen, dann die Verteidigung auseinanderzunehmen. Boah. Clean. Ey, die ersten zwei Runden laufen ja schon mal richtig gut. Schön. Dann holt wieder 300 Trophäen. Wir haben jetzt die 300 Trophäen erreicht. Ich habe vorhin kommentiert. In den letzten Runden ging es sehr, sehr gut gerade mit den beiden. Wirklich, würde ich mal sagen. Schön, Tim, wieder. Oh, RIP. Mien habe ich auch gefühlt gerade. Richtig. Wir könnten auch natürlich das +1-Gadget mal langsam nehmen. Weil die Runden gehen auch weiterhin eigentlich sehr schnell, dass es eigentlich noch nicht viel bringt. Also +1 hier. Okay. 3 Franks, okay. Wir müssen Platz 1 werden für 500 Trophäen jetzt. Auf geht's. Wir haben direkt den ersten Cube, ist schon mal sehr gut. Und hoffentlich auch direkt den zweiten. Wo ist jetzt, wo ist der Rest jetzt hier? Jetzt nicht nur eine Kiste, oder? Das ist ein bitterer Auftrag, wenn es so wäre. Da wäre eine Eve, aber ich weiß nicht, ob es so schlau sieht zu fighten. Ich hol jetzt mal die Kiste. Oh, ich kenne die Map halt auch. Oh nein, die wird schneller an der Kiste sein. Ich kotze wirklich. Du hast ja solche Nachteile auch als Fang. Also klar, dass sie jetzt versucht, die Kiste zu holen. Oh, Junge. Wir müssen weg. Das ist echt nervig, ne? Also vor allem Eve ist ja so krass auf der Map, ne? Das ist ja Wahnsinn. Wir können jetzt hier ein bisschen einengen zumindest. Jetzt hier. Schon ganz geil. Nice! Okay, war jetzt auch ein bisschen lost von ihr, fairerweise. Haben wir schön auf sie gewartet, okay. Nichts lost, können wir den nicht eigentlich... Oh, Sekunde, das ist doch... Das ist einfach noch ein... Nur Angst vor dem Frank, wenn der jetzt irgendwie da wartet oder so, ne. Ja, übel geil. Okay, wir müssen Platz 1 eigentlich jetzt schaffen. Da hat sich noch einen geschnappt, 7. Mann, ich komme halt auch nicht schlecht rüber zu ihm. Jetzt da kann ich theoretisch probieren, aber... Das kann er, lass ich erstmal. Ich muss die gegeneinander fighten lassen jetzt und dann reingehen. Jetzt! Oh, was? Okay, gut gemacht. Muss man wirklich sagen. Ich war aber instant down. 500 Trophäen. Wir machen weiter. Oh! Strong. Wo hat es denn dran gelegen? 6, 5, 7. Oh, unser Pull 1 zu 6. Au. Oh. Muss keine Pause machen und. Kann weiter Videos aufnehmen. Ist halt schon geil, ne? Hier. Das ist aber nicht so nice, das Gegner jetzt hier. Oh, die sind mich reingelaufen. Gut. Ups. Das war jetzt nicht der Plan. Was? Dieses Gadget nicht, mit dem man zurückstoßen kann? Ich donate 500 Dollar, wenn du mit einem schlechtesten Brawler gewinnst. Digga, wahrscheinlich. Vor allem ist mein schlechtester Brawler bei 0 Trophäen auf dem Account. Weil ich die nicht gepusht habe. Ich pushe ja nicht mehr nur die 25er hier. Ah, 600 Trophäen erreicht. Total vergessen. Da sehen wir es gerade nochmal. Ich habe es überhaupt nicht kommentiert, egal. Da haben wir es. 600 Trophäen. Wir haben auch 2 Mastery-Stufen. Einmal Münzen. Powerpunkte. Und nochmal Credits. Das ist krass. Wir gehen Kürbisraub zuerst. Bin mal sehr gespannt. Das ist cool, der Modus. Boah, das ist cool. Kürbisraub jetzt hier. Ich weiß nicht, gut, Fang ist ein Kürbisraub ist. Aber ich denke, er ist aktuell eigentlich überall solide. Also mal schauen. Ah, Digga, noch so ein Edgar, der im Campen ist hier. Man kennt ihn. Hier, pass. Ab den Kürbis. Ist eigentlich geil, auch Kürbiskopf-Fänger mit dem Kürbis noch in der Hand. Finde ich echt cool. Zack. Jonas hat einen Kürbis geklaut. Jonas 750 heiße ich. So, zack, wieder erstmal die Ulti hier ein bisschen aufladen. Nice. Sind ja völlig überfordert, die armen Gegner. Können ja gar nichts machen hier.
Das war's schon. Hä, wir können ja übel schnell auch in Kürbisraub pushen, kann es sein? Wir haben jetzt wieder. Wie schnell haben wir gewonnen? Jetzt ist Sekunden, ne? Das ist ja übel schnell. Die Lost im Kürbisraub. Nächster Modus ist. Oh, was haben wir geschafft? 9500 Trophäen haben wir geschafft. 200 Credits. Und Münzen. Juwelenjagd. Das ist eine neue Map, glaube ich. Warenhaus einfach. Man kennt das. Okay, wir sind Juwelenjagd, ne? Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Ich hier in der Ecke. Das ist. Oh, nee, Search natürlich gar nicht geil. Aber die sind irgendwie alle auf mir. Was haben die denn vor? Leute, ich bin. Das sind ja noch andere Brawler, ne? Aber. Ich würde noch gerne nur mich fokussen, aber keine Ahnung, was der Plan ist. Problem ist, die haben halt irgendwie noch gar keine Gems. Was machen meine Mates, dass sie noch keine Gems haben? So, jetzt aber schöne Ult. Bis dann den. Und das ist halt krass mit Fang, ne? Das ist halt wirklich krass. Ich muss jetzt nur weg von Surge, weil Surge mich hart countert. Das war knapp. Ah, es gibt auch einen Teleport auf der Map. So. Ihr seht, man kann mit Fang halt alles klauen und halt die Kontrolle reinbringen. Jetzt muss ich halt echt nur aufpassen, weil ich darf jetzt halt natürlich eigentlich nicht so offensiv gehen als Fang. Das ist eigentlich normalerweise meine Aufgabe. Ich bin es halt eher gut, um Gems zu klauen, aber nicht unbedingt, um die Gems gut zu behalten. Ne? Ich behaupte zumindest. Ich habe jetzt auch nicht so offensiv hier auf den Surge. Ich könnte jetzt gegen die Piper höchstens, wenn ich ein bisschen Glück habe, ist die da. Ja, da ist sie. Ich geh mal rein. So, zack, Stun. Und weg lieber. Auf ganz safe die Ulti nochmal hier auch defensiv genutzt. Oh ne, lieber weg. Wieder. Ja, aber Surge ist natürlich auch echt ein dummes Matchup. Unlucky, dass er in der Runde ist. Ja, aber easy. Also auch Fang ist halt super, um offensiv oder defensiv auch reinzugehen in Juwelenjagd. Übel krass wieder gewesen, sag ich ehrlich. Boah. Das hat mich jetzt echt überzeugt. Und das sogar gegen einen Surge. Krass. Ja, stark. Eliminierung, auf geht's. Was ist jetzt hier los? Oh mein Gott, das ist ein Bow. Ich hab mich aufgepasst. Ich bin einfach so straight in den Busch reinmarschiert. Also, dass ich da nicht gekillt wurde, war eher lucky. Aber Fang wieder sehr krass, auch hier in dem Modus eigentlich, würde ich sagen jetzt schon mal. Hat Bow die Sicht genommen oder ist er lost und läuft einfach jetzt da hingelaufen? Keine Ahnung. Oh, der Pull geht leider daneben. Oh, ist okay. Zack, nächster Kill. Oh, das war knapp, aber geklappt, hat geklappt. Wo ist der Bow? Da! Oh mein Gott! Shit. Star war, glaube ich, ausgewählt. So, zack. Nein! Stun! Ja, okay, haben wir. Und jetzt einfach rein. Und. Ah, ist halt krass, ne? Der Tritt hätte eigentlich auch noch kommen können. Egal. Crazy. Kann ich halt einfach reingehen, entspannt. Ah, nee, die haben mich erahnt. Aufpassen. Nicht so gut. Crazy. Bang. Absolut krass, wir haben 4:1 performt. Gute Performance, würde ich sagen. Und Tresorraub. Oh, Tresorraub, interessant. Nicht unbedingt der beste Pick jetzt für Tresorraub, aber interessant. Okay, Tresorraub, jetzt bin ich mal gespannt. Es ist jetzt nicht wirklich der Brawler für Tresorraub, aber doch, ich bin einfach mal gespannt. Okay. Aber Angst zu nah dran. Den haben wir, sehr schön. Interessant. Okay, wir könnten es halt. Ich weiß halt nicht so richtig, wie. Wir müssen halt auch nah ran, um Damage zu machen. Also für Tresorraub ist Fang eigentlich echt nicht gut geeignet. Ihr merkt es auch vielleicht ein bisschen schon. Komm, yo. Okay, dafür ist er trotzdem guten Triple Kills zu machen teilweise. Wenn wir halt dran sind, machen wir schon guten Schaden, aber ja. Wir sind eher dazu da, um halt Kills zu machen eigentlich. Nice. Nein, ist keine Lags. Was ist das denn jetzt? Yo, nein, 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 nein. Nice. Oh mein Gott, wir, die, trotz Lags noch gerade geschafft, wegzukommen. Ist da nochmal. Ja, die Lags haben ein bisschen reingehauen gerade, ne? Sehr schön. Knockout. Wir sind in Knockout. Auf geht's. Wir sind da so am Start. Ein Bow ist da auf jeden Fall. Edgar auch interessanterweise. Digga, da irgendwo campt ein Edgar noch im Busch. Nice, schön, Tim. Oh, gerade so gefinisht. Das war wichtig, dass wir den noch gekillt haben. Wird sich hier unseren G nochmal. Ja, die Maisie wird aber auch wissen hinten, ne? Versucht unseren G so ein bisschen abzudecken, dass der jetzt hier. Gut, das Lost von ihm, sehr gut. Ult ist am besten aufheben für Runde 2, ne? Am besten hier Maisie auch nicht Ult feeden. Am besten kriegt Neo noch seine Ult raus, das wäre gut. Die kriegt eh ihre Ult. Kriegt die jetzt Ulten? Ja, aber ich muss gerade sagen, es wäre schon schwierig, es alle zu killen. Am besten noch Neo seine Ult laden lassen, das wäre gut. Genau. Immer schön Ults und Gadgets aufheben, wenn es eh entschieden ist. Okay, jetzt natürlich der Plan. Ich bin jetzt ein bisschen lost, eigentlich über links zu gehen, weil ich das gar nicht hier überraschen kann. Ich hätte eigentlich das überraschend reinholen können. Nervig. Ah, ich hätte die voll erwischt, die beiden, Mann. Ich bin die Wand geultet. Ist aber noch unser Tim down. Er ist nicht down. Er ist doch down. Ich lost, war mein Fehler. Nice Jump. Junge, was war das denn? Was glaub, oh mein Gott. Da wäre es fast vorbei gewesen. Ah, lost von der Maisie. Sehr schön, Neon. Oh. Schönes Ding. Schöne Leistung von allen.
Okay, entscheidende Runde für 700, komm. Okay. Jackie kommt angerannt. Mit Gadget, aber es bringt eigentlich gar nichts. Was soll das jetzt werden, oder? Nee, ich wollte auch sagen. Ja, Bautz hier mit dem... Ah, dieses Ulting nervt. Kann ich es mal entfernen vielleicht? Das nervt extrem. So, jetzt, komm. Nein, wieder down. Kannst auch schlecht in den Griff reingehen, so einfach. Ich geh rein. Hier. Jawoll! Nein! 69 HP, krass. Na gut, ich bin aber auch schlecht, Gott. Schön. Das war schön. Oje, oje. Digga, Stun-Minen auch noch. Was ist das denn? Keiner nutzt Stun-Minen. Come on! Wir gewinnen. Und wen hängst du denn gerade? Ja, jetzt sag ich mir. Boah, seid ehrlich, die Runde ist eigentlich schon echt gut von mir. Nice, die Jackie gibt auf einfach, wieso auch immer. Nice. Geile Runde. Kein Starspieler dafür. Ja, okay, mehr Kills, aber trotzdem. Sieh mal drauf hin. Let's go, entscheidende Phase jetzt. Wir brauchen vor allem ganz dringend so schnell es geht Kisten. Uns fehlen 30 Trophäen. Ich sehe uns jetzt hier schon mal ein bisschen ab gegen die beiden. Genau so. Na, lieber raus aus den Büschen. Shelly natürlich ganz schwierig. Shelly aktuell der beste Brawler im Spiel. Wie gesagt. So, Bee müsste eigentlich auch irgendwo da sein. Ja, nee, da ist noch eine Kiste. Wir haben 4 Cubes direkt, das ist sehr gut. Shelly natürlich jetzt auch gerade nicht der dankbarste Gegner für einen Fang. Okay, 14 Cubes, aber wir können ihn eigentlich sogar ausschalten, denke ich. Einfach Druck machen, einfach Druck machen. Beide respawnen in der Sekunde. Dumm für uns. Wobei, ja, doch dumm für uns. Was geht jetzt ab? Oh mein Gott. Ist das ein geiler Auftakt. Zack. Bisschen lost, aber perfekt. Erster Win. Schöne Bilanz. Schön gespielt. 3 Siege im besten Fall. Okay. 3 Runden bis zum Dings. Bis zum Rekord. Ach, falsche Richtung. Ich dachte, die müssen nach... Na egal, ich hätte Mitte laufen müssen. Lost gelaufen. Da ist ein Frank. Da ist ein Frank. Das sind jetzt eh keine krassen Kisten. Ich versuche ein bisschen meine Ult. Ja. Ich gehe erstmal auf die Kiste jetzt hier. Da wäre halt ein Eve geil, ne? Das Wasser könnte, wäre schon krass. Wo geht denn Tim hin? Keine Ahnung. Was sind eigentlich so eine Kiste da oben? Da ist noch eine Kiste. Da wären 2. Geht über dort hin. Ja, check's nicht. Bin ich noch ein Gegner im Busch? Ja. Ah, shit. Mann, ich hab's noch gesehen, bin noch weggelaufen, aber dann noch... Ah, egal. Egal, wir sind schon mal Top 4 wenigstens. Ah, ist ausgerechnet dieser Frank, der ist gerade... Nein, zu früh! Ah. Pops genommen, let's go. Stun einfach nicht mit gerechnet, ich fass es nicht. Das war ja so wichtig. Einfach das Achter Frank rausgenommen. Frank aktuell so ziemlich der schlechteste Brawler übrigens im Spiel. Da ist Frank wieder. Jetzt ist er sauer bestimmt. Ah, hat nicht irgendwie die Ult geben. Ich weiß halt nicht, wo ich jetzt hinschießen soll. Da ist noch ein Edgar. Übel lost. Ah, hat auch noch die Ult geworfen. War ein bisschen Overkill jetzt natürlich. Ich kann die Ult nicht aufladen in der Dimension. Das ist ja wohl jetzt ein schlechter Scherz, oder? Wir müssen halt eigentlich zuerst die da unten rausnehmen. Shit. Stun wichtig, sehr schön. Jetzt kommen die. Oh, und rein. Nee, okay, es war klar. Ey, ist okay, ist okay, ist okay. Das hat auf jeden Fall nicht der Frank gecarried. Wären wir gut, sind 2 Spiele immer noch. Platz 1 und Platz 2 reichen nicht. Platz 2 und Platz 1 müssen wir schaffen. Okay, 2 Runden. 2 Runden. Das sind keine Kisten, Junge. Ist das bitte weder dort noch dort noch... Ah, oh, ist das dumm. Hat wenigstens eine bekommen, einen Cube. Aber ist natürlich jetzt überhaupt nicht gut vom Start. 2 Hits getroffen schon mal wenigstens. Vielleicht ein dritter. Oh, das ist wichtig. Sekunde mal. Sekunde mal? Nee, das hab ich auch noch verkackt. Oh mein Gott. Das wäre so wichtig gewesen. Wenn ich ihn getroffen hätte, wäre der Kill da gewesen. Da ist Leon wieder. Der hat seine Ult, aber eigentlich ist es nicht so schlimm, weil... Wenn er kommt, habe ich Stun. Wenn er wirklich kommen sollte, habe ich den Stun auf jeden Fall. Ein bisschen Schiss habe ich jetzt schon, ehrlich gesagt. Ich müsste eigentlich einfach nur bei Otis bleiben und den Stun drücken. Kann eigentlich nicht viel machen. Berühmte letzte Worte. Also soll ich als... Oh ne, jetzt bin ich genau dahin... Oh mein Gott. Das ist bitter. Ja, wie schlecht aimen die bitte. Ich hab nicht gecheckt, dass da nicht mehr rausgeht. Ich hab's nicht gecheckt einfach. Nee, geh nicht noch rein, geh nicht noch rein. Ich versuche das irgendwie... Es geht. Ja, ist gut. Ich sag ja, Werfer sind halt so krass hier, ne? Ihr seht's ja. Meine Güte. Diese Mitte ist halt... Wir müssen uns von dieser Mitte eigentlich echt eher fernhalten. Ich spiele gerade gar nicht gut. Okay, das war grauenvoll. Was war das denn? Mann, ich dachte, ich vergesse mal, dass ich so viel Schaden auch kassieren kann, wenn ich reingehe. Mann, es macht dir noch Daumen runter. Die hat scheiße gespielt. Und ich bin noch so dumm und... Ach. Also, er hat doch wirklich schlecht gespielt. Aber dann bin ich auch reingegangen. Egal, ich hoffe, wir kriegen die dafür.
Die halt echt nicht gut gespielt. Die Ult war natürlich nur absolut lost. Ich weiß auch nicht, so aggressiv gehen die mit meinen 5 Cubes. Bin ich richtig sauer. Wir sind aber schon mal Top 3, ist gut. Oh, lol, die Ult war ja übel, die Ult war ja übel krass, WTF. Okay, das war echt krass. 10 Cubes. Schade. 2, nice. Ja, gut, was soll ich... Also ich sage ja wirklich Werfer und Eve, ne, auf der Map. Und Edgar eigentlich auch ganz gut, ne? Okay, komm. Boah, sehr gut. Da kann Otis direkt dahin gehen, ich gehe in die andere Richtung. Aber es wird hart werden. Oh je, okay. Das sind im besten Fall direkt 3 Cubes. Diesmal haben wir scheinbar Glück, so wie es aussieht. Wir hatten nämlich so Pech gerade eben. 1, 2, 3. Und ich hoffe, er kriegt den natürlich auch. Ich gehe schon mal weiter. Junge, was will der denn jetzt? Also ohne Witz. Ist ja auch noch Spin, ne? Ist ja bodenlos. Oh Gott. Jetzt habe ich Ult. Ja, ich beamt mich. Ich will ja denselben Fehler machen. Am Ende bin ich tot und er beamt mich noch. Kein Bock auf die gleiche Scheiße wie gerade eben. Lass einfach mal nach oben gehen, weg von diesem Dynamite. Kein Bock auf den. Ich kann halt in diesen Cube nicht ran. Das ist so riskant. 6! Okay, da will ich aber auch nicht hin eigentlich. Über Dynamite mit Jump ist ja eigentlich auch noch so krank OP. Vor allem der Jump ja auch nochmal. Egal, dieser Spike, ne? Das macht mich so sauer, wenn ich das sehe. Kann halt nichts machen. Schön, Otis, schön. Wir müssen halt mal langsam den Brawler sonst wirklich wechseln. Ich kann das sonst nichts machen. Was soll ich tun? Kann auch nichts tun. Digga, wir müssen. Du musst einen anderen Brawler nehmen. Guck mal, wir werden komplett rausgenommen mit Dings. Sonst muss ich einen anderen Mate-Man nehmen. Tut mir echt. Ist auch nicht böse gemeint, aber es ist wirklich. Wir brauchen wirklich einfach einen Dynamite oder eine Eve. Okay, ein Cube. Ich bin halt oft in Showdown echt zu offensiv. Ist mir schon öfters aufgefallen. Ich bin halt auch. Ich mag es halt nicht die ganze Zeit zu campen auch. Halt wieder sehr krass ist hier als Dynamic auf der Map, ne? Ist auf jeden Fall ein Buster im Busch, das wissen wir schon. Den können wir jetzt eigentlich zu zweit ganz gut hier treffen, oder? Dann müsste das eigentlich irgendwo da hinten sein. Ah, das ist nicht rausgelaufen, ich dachte schon. Jetzt kann ich halt hier entspannt die Ulti aufladen, das ist halt schon sehr, sehr krass jetzt. Also aufpassen, dass er kein Gadget drückt. Sehr, sehr krass jetzt. Das ist jetzt echt gut. Mir gleich die Ulti schon mal. Oh, kommt der klar da oben? Oh, nee. Oh. Ja, dieser Tick hat sich einfach entschieden. Pick out range halt deine Mal. Oh Junge, das ist halt so heftig wirklich, ne? Ist wieder ganz woanders einfach. Kommt der klar? Nice. Sehr wichtig. Nice, Mann. Das ist halt wirklich wichtig. Nice. Ah, mir überlebt mit 90 HP, Junge. Geil. Die roten Fighten, das ist richtig mies. Jetzt kann ich einfach hier reingehen. Zack. Sehr schön. Ja, Mann. Geil. Das war jetzt wirklich von beiden eine sehr schöne Runde. War eigentlich auch wieder ziemlich zwischendrin relativ knapp. Nice. Aber wir sind jetzt, glaube ich, genauso hoch wie vorhin, ne? Wir schaffen das schon, komm. Okay, komm. Das ist sehr gut. Direkt 3 Cubes. Ich kann nach unten gehen. Dann haben wir noch mehr. Schaut euch an, 5 Cubes zum Start direkt. Da geht's nicht. Okay. Der Mord ist noch drin. Nice, habe ich auch. Jetzt aufpassen, ich wollte gerade sagen, gegen den Frank, aber es passt. Und zack. Na, reicht das aus? Ja, ja. Boah, knapp gedodged zum Glück. Wichtig, so. Das sieht sehr gut aus. Jetzt kann ich theoretisch auch noch hier rein ulten. Oh, yes. Die Runde. Okay, das war jetzt natürlich eine heftige Runde. 11 Cubes. Geil, Mann. Ulte mein Mate, bitte. Und sagen, da ist er. Die einfach schön. Ah, da. Gut genutzt. Das war zum. Yes, das ist krass. Nein, Amir! Bei dir. Oh, Junge, hätte noch Hops genommen. Geil. Ja, geht doch. So, jetzt. Jetzt aber. 5-0 die Runde. Dann kästen wir die jetzt erstmal da oben schön ein und dann passt es, denke ich. Zack. Nice. Ah, Fang ist schon geil. Jetzt ist er gerade auch richtig gut damit. Beide 4 Cubes. Sehr schöne Runde wieder. So, jetzt können wir den. Der Tick hat echt hier Lack, dass er nicht besser gefokust wird von anderen Teams. Das ist ja krass. Das ist im zweiten Mal jetzt schon alleine. Oh, Amir hat Probleme. Sorry, Amir. Ist halt immer irgendwo unterwegs, wo ich halt nicht hinkomme. Hinten kann ich auch nicht so einfach hin. Leider. Boah, 6 Cubes Mr. P ist aber auch eklig. Das kann jetzt sehr, sehr, sehr gut werden. Ups, egal, war gut. Ah, das war eine Shelly! Oh Gott. Oh mein Gott. Showdown. Geile Runde aber wieder hier. Schau ich die Stats an, mal schauen. 5-0. Bei der letzten Kill habe ich Arme, den letzten habe ich Arme geklaut. Also eigentlich waren wir beide 3-0. Also, nee, 4-0, 3-0 so. Doch. Ich bin so tilted gerade, ne? Das ist unfassbar.
Okay, so konnte ich nicht aufhören. Jetzt direkt nach dem Fußballspiel ging es weiter oder geht es jetzt weiter für mich? Ich hatte in der Vergangenheit. Das ist direkt ein Edgar. Oh je. Problem ist, ihr seht es schon, die Map hat gewechselt. Digga, Stun, komm. Und. Ah, schade. Das war lost. Okay, egal. Hä? Nice! Oh mein Gott, okay. Aber die Map ist halt völlig offen. Ich habe echt Schiss irgendwie gerade. Ich spiele gerade auch das erste Mal auf der Map. Ich bin es natürlich auch nicht eingespielt durch der Map. Oh! Ein Shelly in der Mitte. Interessant, okay. Wir greifen hier mal ein bisschen hier mit an. Und laden hier ein bisschen unsere Ult mit auf. Vielleicht können wir hier ein bisschen was machen. Okay, jetzt hat die ihre Ult natürlich auch. Okay, wir haben unsere Ult. Boah, nee, das gefällt mir gerade irgendwie gar nicht. Mord ist schon mal raus. Aber die Brawler sind gar nicht mal so eklig, wie ich es mir vorgestellt habe. Und die Team vor allem auch nicht so krass, wie ich es dachte. Oh mein Gott, Leon, Leute. Leon! Ja! Das ist natürlich jetzt lucky. Mit der Ult hier schön gewartet. Die B. Oh, Junge, 5600 Schaden direkt. Der geht jetzt aber nicht auf mich, oder? Ich wollte gerade sagen. Oh mein Gott, der Nani. Das ist so gut. Die Kips hole ich mir auf jeden Fall. Das ist so gut direkt. Oh mein Gott, das läuft einfach perfekt jetzt direkt in Solo. So, zack. Ich wollte gerade sagen, geht das dann nicht auf mich, oder? Oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt geht der Nani auf mich. Let's go, sehr schön. Jetzt dodgen. Oh, das ist so eine schöne Runde. Das ist so eine perfekte und schöne Runde hier, Leute, direkt. Jetzt müssen wir hier einfach kurz warten. Jetzt gehen wir raus und müssen vor allem unsere Ult einfach aufladen. Und wenn wir das hinbekommen haben, und das haben wir jetzt, dann ist eigentlich vorbei. Nice, Platz 1, ich fasse es nicht. Geil, Mann. Und sogar ein Solo hochgekämpft. Von 7er Trophäen runter auf jetzt schon 744. Rein da, auf geht's. Mir fällt gerade auf, ich habe meinen hässlichen Hexenhut gar nicht aufgezogen. Vielleicht war der ja die ganze Zeit schuld, ich weiß es nicht. So, jetzt aber. Okay, wir brauchen die Top 3. Die Top 3 würden reichen. Auf geht's. Vielleicht haben wir Glück und haben jetzt hier keine völlig übertrieben gute Lobby. Wir wissen es ja nie, was hier kommt. Und vor allem auch nicht Pech natürlich mit den Gegnern, die irgendwie teamen könnten oder sonst was. Es sieht aber gut aus. So wie es aussieht, bekommen wir 3 Kisten. 3 wären wichtig. Joa, nice. 3 sind sehr wichtig. Ein 4. wäre natürlich krass, wenn wir den kriegen würden irgendwie. Ja, kurz warten vielleicht. So, zack. Sehr schön. Besser geht's nicht. So, 4 Cubes. Perfekt. Das ist absolut perfekt. Jetzt können wir hier eigentlich mal reinschießen. Okay. Ich einen Spike die Büsche auszuchecken. Das ist okay. Wir bleiben erstmal defensiv. Wir können halt schlecht in die Büsche schauen. Es wäre geil, wenn wir es jetzt solo einfach schaffen würden, weil irgendwie lief es gar nicht mehr. Ich habe schlecht gespielt. Und dann lief es bei meinen Mates plötzlich auch nicht mehr. Und dann war ich so genervt, weil ich unbedingt los musste zum Fußball schauen, weil ich mich verabredet hatte. Ich kann es halt auch nicht ändern, ne? Und dann hat es halt gar nicht gepasst, aber jetzt klappt es halt auch umso besser. Und natürlich will ich hier unbedingt... Ach, Digga, der ist so hart abgestaubt, ne? Natürlich will ich hier unbedingt die 750 durchziehen. Ich will es hier auf gar keinen Fall aufgeben. Ich meine, komm, es ist wirklich machbar. Ich muss auch echt schon viel Zeit rein investiert. So, ich denke, irgendwo da unten müsste eigentlich auch noch jemand drin sein, ne? Wir wissen natürlich nicht, wie oder wer. Wir stellen uns mal eher hier hin. Okay, Edgar haben wir jetzt gesehen. Der ist... Okay, der stand hier... Oh, das ist sehr gut. Der kann auch überhaupt nichts machen gegen uns eigentlich. Wir können jetzt richtig gut hier pushen. Ich fasse es nicht, Alter. Was ist das denn? Auf gar keinen Fall zu offensiv gehen. Ist alles okay. Ist völlig okay. Ist völlig okay. Wir können jetzt hier schön drin halten. Das ist perfekt. Sehr schön. Und zack. Ja, okay, war klar. Aber ist okay. Ist okay. Der ist natürlich seine Ulti ready. Das ist gar nicht okay vielleicht. Nee, der hat ja gefailed. Der hat hart gefailed. Oh mein Gott. Geht auf den Brock. Digga, das kann nicht wahr sein. Okay, ich muss uns hier irgendwie rausdrängen. Das ist gut, wir haben eine gute Position wieder. Wenn wir jetzt 2 Showdown-Runden in Folge gewinnen, ich hab's jetzt schon sicher. Digga, gib jetzt bitte nicht auf mich. Trotz ganz trinkt meine Ulti. Oh mein Gott, der schießt ja voll daneben. Was war das denn? Bitte geh nicht auf mich. Ich muss es drauf gehen. Ja, ist okay. Platz 3. Es ist Platz 3. Es ist völlig okay, Leute. Es ist damit nämlich geschafft. 2 Runden einfach clean gewonnen. Ich fasse es nicht, Leute. Ich hoffe, euch hat das etwas aufwendige Halloween-Special und auch teure Halloween-Special gefallen. Aktuell kranker Support, das will ich natürlich auch mit den Videos zurückgeben. Ich hoffe, man merkt das. Und deswegen, danke für euren Support. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe extra durchgezogen, nochmal um fast 0 Uhr, obwohl ich morgen weg muss. Und rein, da ist noch der Abstand verlinkt. Bis zum nächsten Video. Ciao.